Warum Haie Delfine hassen. Die Redewendung wie Hund und Katz trifft auf mehrere Tierarten zu. Und wenn es zwei Arten gibt, die sich wirklich hassen, dann sind es Haie und Delfine. Delfine sind friedliche Wesen, sie lieben Menschen. Aber der Anblick eines Hais versetzt sie in Alarmbereitschaft. Möglicherweise halten sie sich für die Wächter des Meeres, die hilflose Lebewesen vor diesem bedrohlichen Raubtier beschützen müssen, weshalb Haie Delfine so sehr hassen. Während du dir das Video auf Platz 1 ansehen musst, um zu sehen, dass Delfine und Haie sich nicht ausstehen können, zeigen wir dir noch 10 weitere Tiere, die den Anblick des jeweils anderen in freier Wildbahn nicht ertragen können. There has been 20 years of really incredible ecological and biological research on the interactions between sharks and dolphins. Nummer 10. Tiger und Krokodile. Wenn du einen Kampf zwischen diesen beiden Spitzenraubtieren erleben willst, dann sind die Sundarbans in Westbengalen, dem größten Delta der Welt, der beste Ort dafür. In ihrem natürlichen Lebensraum sind Tiger und Krokodile seit Anbeginn der Zeit verfeindet. Beide sind extrem gefährlich und können jedes Lebewesen angreifen. Zwar gehen sie sich aus dem Weg, aber wenn sie sich dann doch einmal gegenüberstehen, gehen bengalische Tiger und Sumpfkrokodile direkt aufeinander los. Sumpfkrokodile sind äußerst intelligent. Sie verschmelzen mit dem Schlamm und tarnen sich, um ihre Beute zu fangen. Wehrlose Rehe sind ihre Lieblingsbeute, aber das ist auch das Lieblingsfressen der Tiger. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie so zerstritten sind und Krokodile sich ohne zu zögern dem Tiger stellen. An Land kann der Tiger das Krokodil leicht besiegen, aber im Wasser ist selbst diese Großkatze dem Reptil nicht gewachsen. Eine Todesrolle genügt, um den Tiger zu besiegen. Also würde ich sagen, die beiden sind ebenbürtig. Nummer 9. Pottwale und Riesenkalmare. Pottwale sind riesig und rund 17 Meter lang. Sie können bis zu 1000 Meter tief tauchen. Dort treffen sie mitunter auf den Riesenkalmar. Solltest du nicht wissen, was ein Riesenkalmar ist? Es handelt sich um Tiefseetiere, deren Sichtung in der Antike die Legende der Kraken entstehen ließ. Der größte Riesenkalmar war fast so gigantisch wie der größte bekannte Pottwal und die Kämpfe zwischen diesen beiden Kolossen können epische Ausmaße annehmen. Leider finden die Kämpfe in solchen Tiefen statt, dass sie nie aufgezeichnet wurden. Häufig werden aber Narben auf Pottwalen entdeckt, die an Tentakeln eines Riesenkalmars erinnern. Ebenso wie unverdauliche Körperteile der Tintenfische in deren Mägen. Der Pottwal liefert sich auf Nahrungssuche mit den Riesenkalmaren einen Kampf auf Leben und Tod. Man kann sich durchaus vorstellen, dass dieser für die Wale besser läuft. Nummer 8. Löwen und Hyänen. Wer die König der Löwen-Filme gesehen hat, wird sich an die Rivalität zwischen den Löwen und den Hyänen erinnern, die trotz Angst vor Mufasa den kleinen Simba jagten. Da Löwen stärker sind als Hyänen, könnte man meinen, dass es ein einseitiger Kampf ist. Das ist jedoch nicht immer so. Hyänen und Löwen kämpfen stets um dieselbe Beute. Dann bleibt eine Konfrontation nicht aus. Löwen sind die besseren Jäger, aber die Hyänenpopulation ist größer und genau dieser zahlenmäßige Unterschied kann den Ausgang einer Begegnung zwischen den beiden bestimmen. Kurz gesagt, steht ein Hyänenrudel einem einzelnen Löwen gegenüber, hat der Löwe keine Chance. Handelt es sich um ein Löwenrudel, werden die Hyänen jedoch immer den Schwanz einziehen und davonlaufen. Nummer 7. Gepard und Strauß. Die Schnelligkeit dieser beiden Tiere sorgt für eine große Rivalität. Beide sind pfeilschnell. Der Strauß kann 64 km/h schnell rennen. Dies ist jedoch nichts gegen den Geparden, der mit 120 km/h unterwegs ist. Er ist das schnellste Landtier der Erde. Trotz der hohen Geschwindigkeit hat er es aber schwer, den Strauß zu besiegen. In puncto Ausdauer ist der Laufvogel der Großkatze überlegen. Ein Gepard kann nur wenige Minuten lang mit Höchstgeschwindigkeit laufen. Um einen Strauß zu besiegen, muss ein Gepard daher mit seinen Freunden kommen. Allein ist er chancenlos. Die Natur hat dem Strauß eine weitere gewaltige Waffe zur Verteidigung gegeben. Seine Beine. Ein Tritt kann den Gepard schwer verletzen. Diese beiden hassen sich wirklich. Nummer 6. Elefant und Büffel. Die Rivalität zwischen Elefanten und Büffel kann in einer Katastrophe enden. Der Elefant ist dem Büffel in Bezug auf Größe, Gewicht und Stärke weit voraus.
Die Dickhäuter wiegen fast das Sechsfache des Büffels. Die Aggressivität des Büffels bringt ihn aber dazu, sich gegen den grauen Riesen zu wehren. Mit seiner wilden Art hat der Büffel schon so manchen Elefanten in die Flucht geschlagen. Denn Elefanten lassen sich nicht gerne auf eine Auseinandersetzung ein. Nichtsdestotrotz hat der Dickhäuter keine Angst. Allein die Masse eines Elefanten reicht aus, um einen ausgewachsenen Büffel in die Flucht zu schlagen. Nummer 5. Mungo und Kobra. Dies ist eine der bekanntesten Rivalitäten im Tierreich. Mungo und Kobra. Kein anderes Tier wäre so verrückt, sich mit einer so großen, giftigen Schlange anzulegen. Nicht so der Mungo. Dieser liefert sich oft Duelle mit Kobras und gewinnt diese überraschenderweise oft. Mangusten leben in Afrika und Indien. Je nach Art werden sie 17 bis 60 cm groß. Sie fressen Vögel, kleine Nagetiere, Frösche, Reptilien, Krabbeltiere sowie Nüsse und Samen. Diese Säugetiere teilen sich ihren Lebensraum mit den giftigen Kobras. So sind Begegnungen zwischen den beiden Tieren unvermeidlich. Aber die Mungos wurden von Mutter Natur bestens darauf vorbereitet. Sie verfügen über spezifische Acetylcholin-Rezeptoren, die sie gegen Gifte immun machen und ihnen somit einen Vorteil verschaffen. Aus diesem Grund können Mungos Kobras oftmals töten. Nummer 4. Eisbär und Walross. Walrosse hegen eine große Abneigung gegen das arktische Spitzenraubtier, den Eisbären. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Eisbären sie gerne als Abendessen verspeisen. Generell frisst der Bär alles, was ihm begegnet, aber am liebsten sucht der Eisbär sich ein dickes Walross aus. Das Walross ist klug genug, den Angriffen auszuweichen. Dazu springt es einfach ins Wasser, wo es klar überlegen ist. Zudem wiegt es dreimal so viel wie ein Eisbär, was es der Robbenart leichter macht, gegen den Polarbären zu kämpfen. An Land ist jedoch Meister Petz im Vorteil. Im Meer läuft er aber Gefahr, schwere Verletzungen davonzutragen. Dennoch sind die Chancen auf einen Sieg für beide Tiere in einem Kampf gleich groß. Auch wenn der Eisbär stärker ist, dürfen wir nicht vergessen, dass ein Walross nicht unbewaffnet ist. Die langen und scharfen Stoßzähne reichen aus, um das dicke Fell des Bären zu durchdringen. Zahlreiche tote oder schwer verletzte Eisbären mit eindeutigen Spuren eines Walross-Stoßzahnes belegen dies. Nummer 3. Löwen und Zebras. Oh, wie Zebras Löwen verabscheuen. Zebras werden immer wieder zur Mahlzeit eines Löwenrudels. Aber glaub nicht, dass ein Zebra gegen einen Löwen nichts ausrichten kann. Denn wenn sich ihm die Chance ergibt, einem Löwen ins Gesicht zu treten, hat er verloren. Raubkatzen lassen keine Chance ungenutzt, ein kleines Steppenpferd zu erbeuten. Daher sind Zebras ständig auf der Hut. Die Natur hat ihnen jedoch eine perfekte Waffe zur Verteidigung gegeben. Ihre Hufe mit dem härtesten Tritt der Tierwelt. Daher ist es sehr gefährlich, solch ein Huftier einzufangen. Auf der Flucht versetzen Zebras dem Löwen oftmals einen kräftigen Tritt gegen den Kopf, der die Katze K.O. gehen lässt oder ihr den Kiefer bricht. Das bedeutet manchmal sogar den Hungertod für die Großkatze. Doch das hält Löwen nicht davon ab, Zebras anzugreifen, vor allem bei Tagesanbruch, weshalb Zebras immer auf der Hut sein müssen. Nummer 2. Alligatoren und burmesische Pythons. Burmesische Pythons sind sehr große Reptilien, die bis zu 7 Meter lang und 90 Kilogramm schwer werden können. Ursprünglich lebten diese Schlangen in Südwestasien, bis sie versehentlich in den Everglades-Nationalpark eingeführt wurden, wo sie auf amerikanische Alligatoren trafen. Glaube mir, das ist keine glückliche Nachbarschaft. Alligatorenmännchen sind nicht so lang wie Pythons. Sie werden über 3 Meter lang, aber sind mit 450 Kilogramm deutlich schwerer. Beide Tiere gehen sich normalerweise aus dem Weg. Tun sie dies nicht, bricht die Hölle auf Erden aus. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass der Alligator sein Fleisch Stück für Stück verzehrt, während die Schlange ihr Fleisch im Ganzen verschlingt. Nummer 1. Warum Haie Delfine hassen. Zum Schluss, wie versprochen, unsere Nummer 1. Haie und Delfine. Warum hassen Haie Delfine? Liegt es daran, dass Delfine immer eingreifen, wenn ein Hai anderen Tieren und Menschen gegenüber gemein ist? Delfine fürchten Haie nicht. Obwohl ein großer weißer Hai mit einem einzelnen Delfin kurzen Prozess machen könnte. Da Tümmler aber in Gruppen schwimmen, ist dies selten der Fall. Wenn sie einen Hai sehen, beginnen sie, den Raubfisch zu umkreisen und ihn abwechselnd in den weichen Haimagen zu boxen.
Dazu benutzen Delfine ihre langen Schnauzen. Dies kann den Haifisch schwer verletzen, manchmal sogar tödlich. Das ist der Grund, warum Haie Delfine hassen. Es gibt noch weitere Rivalitäten zwischen Tieren in freier Wildbahn, aber es sind diese Paarungen, die am ehesten in einem Kampf enden, selbst wenn es nicht um Nahrung geht. Welches war deiner Meinung nach das Tödlichste? Schreib uns einen Kommentar und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.